Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier bei Far Cry mit mir, dem Blackbeard. Wir stehen hier oben, haben eben gerade den letzten Turm zerstört und haben jetzt auch erfahren, dass die wohl noch einen mobilen Störsender integriert irgendwo aufgebaut haben, aufgestellt haben. Und den sollen wir jetzt auch noch suchen. Der soll wohl westlich von uns sein, an einem Frachter montiert. Das wird unser nächstes Ziel sein, aber als allererstes, bevor wir uns dann darüber machen, möchte mich noch ganz gerne kurz hier in dem Lager umschauen. Möchte ich mich noch in dem Lager umschauen? In Hoffnung, dass ich da eventuell noch was finde, was ich brauchen kann. So. Ne, die unten, der schlicht auch schon wieder durch die Gegend. Aber ich weiß zumindest, dass dort und ich glaube auch dort muss auf jeden Fall noch ein bisschen Munition für unsere Sniper-Rifle sein. Für das Scharfschützengewehr. Was ich persönlich doch mal sehr begrüßen würde, wenn wir uns die zu eigen machen könnten. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, dass wir das Lager noch so weit leer geräumt kriegen. Ich meine, ich habe mich eben gerade schon mal umgeschaut hier mit unserem schönen Wallhack-Fernglas. Jetzt zeige ich mir nur noch hier vorne einen an. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal dahin und holen uns den. Und dann haben wir noch einen auf der Minimap, der irgendwo hier hinter dem, der den Felsen anscheinend zu stehen scheint, sich an der Küste unten verschanzt. Ob der auch noch gefährlich wird, abwarten, mal gucken. Aber den werden wir auf jeden Fall auch noch von seinem einsamen Leben dann erlösen. Und wenn wir dann hier durch sind, gehen wir nach vorne zu dem Patrouillenboot, nehmen das Bötchen und fahren mit dem Boot rüber. Da wohin soll. Was mir auch ein bisschen fehlt hier in dem Spiel, ist irgendwie eine Map, eine Karte, wo man gucken kann, wo man ist, wo man hin muss. Und sich dann so einen Weg planen kann. Das hat es hier leider nicht. Wo ist denn der? So ganz nah hier. Soll hier rein theoretisch direkt vor mir stehen. Also ziemlich zumindest. Ah, er verschanzt sich da hinter dem Truck. Gut, das war der. Okay, da sind sogar noch zwei. Ausgezeichnet. Die holen wir uns jetzt natürlich auch noch. Na, kommst du auch hier hin, Kumpel, oder muss ich zu dir kommen? Er kommt. Sehr lieb. Und das waren die letzten beiden. Sehr gut. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also zumindest die letzten beiden, die ich hier auf der Minimap hatte. Ja, komm hoch. So. So.
Hier waren also doch noch drei versteckt. Und dann gehen wir jetzt mal in das Lager und schauen uns im Lager noch ein wenig um. Bevor wir uns dann auf den Weg machen, rüber Richtung Westen. Zu diesem mobilen Störsignal, was Doyle uns erzählt hat. Ach, also eine wunderschöne Gegend hier. Kommt man direkt Lust drauf, Urlaub zu machen. Das tropische Paradies, unter Palmen am Strand liegen. Was kann es Schöneres geben? Habe ich irgendwas? Nein. Ein aufgebockter Jeep, dem fehlen dazu Reifen, aber hier daneben brauchen wir nur anschrauben. Hier noch irgendwas drin? Ich glaube mal nicht. Dann gehen wir mal hier auf den ersten Turm. Und hier oben die Munition für die Schnipperreifel, für das Schnippergewehr. Na komm, geh hoch. Vielen Dank. Dann. Weiter zum nächsten Turm. Da oben war ja der Kerl mit dem Raketenwerfer drauf. Das heißt, dann gehen wir erstmal hier hin, weil da war auch noch ein Sniper, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sollte gleich wie die hier oder nicht, die da liegt? Sollte. Munitionsbaracke auch ganz nett. Und hier nur ein bisschen Help Kits. Playmerk. Redneck Today. Hier sind alle dieselbe Zeitung. Was haben wir hier? Frontschwein, aktuell. Die besten Geschichten aus der. Was? Die besten Geschichten von der Front in der Hölle von Coburg. Exklusivberichte von Überlebenden. Okay. Frontschwein aktuell. Na, sehr geil. Kennt einer von euch noch Frontschweine? Oh, ein sehr cooles Spiel. Habe ich früher auch geliebt. Frontschweine war cool. Hat Spaß gemacht zu zocken. Ach nee, der hat ja gar nicht mal einen Sniper gehabt hier oben. Okay. Normales Gewehr, das ist ja uninteressant. Nun gut, dann, ja. Da oben lohnt sich eigentlich gerade gar nicht mehr vorbeizuschauen. Ich meine, munitionstechnisch sind wir ja eh aufgestockt. Und von daher würde ich sagen, gehen wir hier zu dem Bötchen, was hier vorne liegt. Und fahren dann mal mit dem Bötchen rüber. So, da liegt sie schon und wartet auf uns. Ach, dann nehmen wir das hier. Also die freie Auswahl am Booten.
Okay, auf geht's. Da ist der Frachter. It's heavily guarded, but I should be able to take it out. So, mal kurz schauen, was haben wir denn da? 1, 2, 3. What? Ja, nee, ist klar, und er sieht mich direkt, oder was, ey? Hallo, steh auf und lauf weg! Na, warte, ey, du Penner. Hast du schon wieder direkt die ganze Panzerung und das Leben abgerissen, ey? Ich glaub's ja nicht, ey. Das ist ja wohl die Verarsche hoch 3 jetzt hier. Hallo, was ist los? So. 3 Schuss, 3 Treffer. Oh shit. Da steht noch einer am Bug vom Schiff. Den habe ich nicht gesehen gehabt. Den habe ich nicht gesehen gehabt. Was zum Henker? Mann. Wenn die Ausdauer leistet, ist die Ausdauer also gleichzeitig auch Luft. Das ist okay, gut zu wissen. Dass Ausdauerleiste gleich Luftmenge ist, die man hat. Aber okay, dann, ja. Gehen wir mehr aufs Schiff. Und schauen wir doch mal, was wir da finden. Kommst du hier hoch? Jawohl. Ich meine, rein theoretisch dürfte jetzt hier keiner mehr sein. Wieso liegt hier nichts rum? Wieso haben die nichts fallen gelassen? Sowas wie Körperpanzerung oder ein bisschen Munition oder so? So, hier sollen wir dann also den Sprengsatz anbringen, aber wir haben noch keinen Sprengsatz. Das heißt, wir brauchen noch einen Sprengsatz zunächst. Kann ich hier rein? Nein.
Lass mich raten, die haben hier einen Sprengsatz auf der Brücke liegen, oder? Natürlich haben die einen Sprengsatz auf der Brücke liegen. Hab ich doch auch immer. Gut, hier haben wir so einen Raketenwerfer mit Raketenmunition. Ich weiß nicht. Sollte ich mir den mitnehmen, wenn er hier liegt? Weil ich weiß gerade gar nicht, was uns hier noch erwartet. Ja, bringen wir erstmal den Sprengsatz an. 25 seconds. I've got to get the hell out of here. Maybe the front of the ship will be safe. Maybe the front of the ship will be safe. Ja, klar. 25 Sekunden. Gut, dann gehen wir mal nach hier vorne. Incoming. Signal identified. It's Crow. Hang on. I'll take him down. You're gonna pay for that, Karma. I'm gonna end your little adventure right now. Alter, wie viel schluckt denn der? Alter, was schluckt denn der bitte schön alles? Ich glaube, ich sollte mir doch den Raketenwerfer mitnehmen. Loot, Checkpoint. Ja, komm. Lass mal die hier. Und nehmen stattdessen Raketenwerfer mit. Vielleicht komme ich ja später nochmal da rein und kann mir die Waffe wiederholen. Obwohl, warte mal gerade, nee, das machen wir anders. Ich bringe den Raketenwerfer kurz nach vorne und hole mir das Gewehr wieder. So, lege den hier ab. Lege den hier ab, hol mir mein MG wieder, das G36. Und versuche dann das Ganze noch einmal. Da drücke ich hier mal ein paar Raketen rein, den blöden Helikopter. Dann war es das, dann soll es das gewesen sein. Und da hat aber ich gefressen wie nichts, der Kerl eben gerade an einem Geschütz. Hä? Hab ich den nicht auf. Ich hab den doch vorne hingeschmissen gehabt. Hallo? Willst du mich jetzt eigentlich voll verarschen hier, du blödes Spiel? Ich habe hier doch da vorne hingelegt. Wie sollten die denn das wieder aufgenommen? So, bleib da liegen. Na komm, beeil dich mal ein bisschen hier. Mariert ihn hier, da läufst du schneller, genau, dankeschön. Na also, so. So geht das doch mal. Ich komme sogar nicht oben drauf. Ist hier oben drauf noch irgendwas? Nein.
Dann, ja. Ah, bringen wir mal die Bombe an. 25 seconds. I've got to get the hell out of here. Maybe the front of the ship will be safe. Ich meine, die können natürlich auch die Machete wegwerfen. Incoming. Signal identified. It's Crow. Hang on. I'll take him down. Alter, ich treffe auch gar nichts mit dem Schussraketen mehr hier. Alter! Was ist da los hier mit dem Raketenwerfer, bitte? Jawohl, und wir sind wieder down, ey. Alter, wieso... Kotzwürg, was eine Scheiße hier. So, wegwerfen. Aufnehmen, aufnehmen. Machete, nee. Machete wegwerfen, so. Zack, die Bombe haben wir, sehr schön. Maybe the front of the ship will be safe. Und auf ein neues. I did my part. Get us out of here. We've got incoming. Signal identified. It's Crow. Hang on, I'll take him down. You're gonna pay for that, Karma. Gonna end your little adventure right now. Och ja, genau, der trifft auch nicht. Rolltreffer. Weg da. Nächster Volltreffer. Alter, was schlucken dir da alles? Jawohl, klar. Und er trifft mich direkt wieder, oder was? Oh, ist das zum Kotzen. Oh, Leute, ich mache hier einen Cut. In der nächsten Folge versuchen wir das Ganze wieder. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und schalte morgen ein, wenn wir dann endlich mal versuchen, diesen dämlichen Helikopter darunter zu holen. Ich weiß nicht, was alles schluckt. Ey, 4 Treffer mit dem Raketenwerfer. Das ist so... Das ist doch nicht normal. Egal. Schaltet morgen eine neue Folge Far Cry mit mir, dem Blackbeard. Bis dahin.